Was folgt aus dieser editionsphilologischen Praxis jetzt für unsere Arbeit mit literarischen Texten, ja, auch für Ihre Arbeit mit literarischen Texten während des Studiums? Sie müssen ja immer wieder auf Literatur zugreifen, müssen die benutzen für Ihre eigenen Hausarbeiten und für die Texte, die Sie schreiben. Das Erste, was daraus folgt, wir können nicht irgendwas benutzen, ja, wir können nicht irgendwelche Ausgaben verwenden und die dann zitieren in unseren Arbeiten, sondern wir müssen gucken, dass das wissenschaftlich zuverlässige Ausgaben sind. Was heißt das, dass die wissenschaftlich zuverlässig sind? Das heißt zum Ersten, und das ist der wichtigste Punkt, dass diese Ausgaben deutlich machen, wie der Text zustande kommt, den Sie da abdrucken. Ja, welche Änderungen wurden vorgenommen, welche Emendationen, welche Konjekturen, was sind überhaupt die Quellen, auf denen dieser Text basiert? Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Und wenn eine Ausgabe dazu keine Aussagen macht, dann können Sie die wissenschaftlich nicht gebrauchen. Ja, und das trifft auf einen Großteil der Leseausgaben zu, die Sie bekommen, wenn Sie in die Mayer'sche Buchhandlung oder so gehen. Was da im Regal steht, das enthält in der Regel keine Aussagen zur Textgestalt. Manchmal geht das nicht anders. Gerade bei Gegenwartsliteratur, da haben Sie keine historisch-kritischen Ausgaben, da haben Sie keine wissenschaftlichen Ausgaben, da müssen Sie natürlich Leseausgaben benutzen, das ist klar. Bei älteren Texten, die eine komplexe Überlieferungsgeschichte haben, gibt es oftmals historisch-kritische Ausgaben, gerade für kanonische Autoren, für Goethe, Kleist, Schiller und so weiter. Da haben Sie sogar mehrere historisch-kritische Ausgaben. Und wenn es die gibt, dann sollte man da auch reingucken. Das sind ganz, ganz wichtige und wertvolle Hilfsmittel für die Arbeit, weil die nämlich ganz viele Dinge enthalten, die Sie unbedingt brauchen. Kleiner Blick in die historisch-kritische Ausgabe der Werke von Clemens Brentano. Da sehen Sie vorne schon drauf sämtliche Werke und Briefe, Band 1, Gedichte. So, und dann können wir nämlich auf der nächsten Seite, wenn wir weiterblättern, auch erkennen, dass es eine historisch-kritische Ausgabe ist. Das steht vorne drauf. So kann man das meistens identifizieren. Ja? Wir würden ja jetzt in einem normalen Semester auch in die Bibliothek gehen oder ich würde Ihnen die Bücher mitbringen. Dann würden wir mal durchblättern und könnten das alles nachvollziehen, inwiefern sich Ausgabentypen voneinander unterscheiden. Das können wir jetzt leider nicht machen. Ja? Ich habe Ihnen das deshalb mal abfotografiert und werde nur ein paar Worte dazu verlieren. Sie kommen wahrscheinlich in den nächsten Semestern ja auch noch in den Genuss, selber in die Bibliothek zu gehen und da mal ein bisschen blättern zu können. Kann ich Ihnen nur raten, das zu machen. Da sehen Sie spannende Sachen. Historisch-kritische Ausgabe ist hier so gekennzeichnet. Was finden wir da drin? Wenn wir weiterblättern, finden wir erst einmal die Gedichte selber von Brentano, ja, nacheinander abgedruckt. Und dann vor allem aber auch einen Anhang am Ende, Lesarten und Erläuterungen heißt der. Und dann bekommen wir eben haarklein alles beschrieben, was wichtig für uns ist. Nämlich zu jedem einzelnen Gedicht kriegen wir Hinweise zur Entstehung. Ja, zu dieses kleine Gedicht, der Storch bracht mir ein Schwesterlein, da steht dann eben, das Gedicht ist in einen Brief Clemens Brentanos an seine Schwester eingefügt. Und das sind eben diese ganzen wichtigen Informationen, die wir brauchen. Wie wurde das überhaupt veröffentlicht? Wie wurde das überarbeitet? In welchen Fassungen ist das überliefert? Wie unterscheiden sich diese Fassungen? Welche Varianten gibt es da? Das muss alles wirklich bis auf den Buchstaben hin auch deutlich gemacht werden, damit Sie das in Ihre Arbeiten einbeziehen können, sonst stochern Sie da im Nebel und beziehen sich auf irgendwelche Texte, die vielleicht zu einer bestimmten Zeit noch gar nicht existierten, die erst später gemacht wurden, spätere Fassungen. Das hängt ja dann immer auch von der eigenen Fragestellung ab. Und das ist ganz, ganz wichtig, da auch genau zu gucken, wie Texte überliefert sind. Diese Hinweise finden Sie im Anhang einer historisch-kritischen Ausgabe. Und das können Sie schon am Umfang erkennen. Ja, Sie sehen hier unten Seite 195 stehen. Das heißt, die Gedichte, das sind nur in Anführungszeichen 195 Seiten in dem Band. Und dann der Anhang, der ist viel ausführlicher. Ja, das ist der umfassendere Teil dieses Buches, sind die Erläuterungen. Und da wird ganz viel erläutert. Da kriegen Sie dann auch hier unten links sehen Sie Hinweise zur Überlieferung. Sie sehen sogar, in welchen Bibliotheken diese Briefe oder die einzelnen Abschriften lagern. Sie könnten also auch eine Bibliotheksreise machen und da ins Archiv gehen, sich das im Original angucken. Also alle Sachen, die wir brauchen, um uns wissenschaftlich fundiert mit Texten zu befassen, die werden Ihnen auch geliefert in einer historisch-kritischen Ausgabe. Oben rechts dann auch noch Lesarten, Änderungen, die der Herausgeber eventuell vornimmt am Text und so ein paar kleine Erläuterungen. Das ist jetzt hier nicht viel, aber bei anderen Gedichten ist das auch viel mehr. All das ist drin in einer historisch-kritischen Ausgabe. Also Kommentar, ja, ganz, ganz wichtig.
Daneben gibt es auch Studienausgaben, die sehen so ähnlich aus wie historisch-kritische Ausgaben, sind ein bisschen abgespeckt. Auch die, hier haben Sie so ein Beispiel von Brentano und Achim von Arnim, die Freundschaftsbriefe, da steht vorne drauf, vollständige kritische Edition von Hartwig Schulz. Die sehen ähnlich aus, ja, wie die historisch-kritischen. Auch da haben wir vorne die Briefe, das ist hier optisch noch so ein bisschen ästhetisch auch ansprechend gestaltet, farblich abgehoben. Wir kriegen so kleine Vignetten. Naja, ganz hübsch alles gemacht, ja, und dann eben den Kommentarteil am Ende auch hier. Wichtigste Sache überhaupt, ja, zur Textgestalt sehen Sie jetzt hier. Die Texte erscheinen nach den Handschriften ohne orthografische Normierungen oder Veränderungen des Zeichensatzes. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig, ja. Welche Eingriffe wurden gemacht vom Herausgeber? Ist das orthografisch normiert oder nicht? Und auch da sollte man aufpassen. Es gibt bestimmte Gründe dafür, solche Texte orthografisch auch anzupassen, also die Rechtschreibung zu aktualisieren. Das macht man vor allem gerne, einmal für ein breiteres Lesepublikum, damit das leichter mit diesen Texten umgehen kann und die auch zum Genuss lesen kann. Und man tut es vielleicht auch für Schüler, gerade in unteren Klassenstufen, die wollen dann sprachliche Vereinfachungen auch haben, um sich erstmal elementar vertraut zu machen mit diesen Texten. Für die wissenschaftliche Beschäftigung ist das nicht geeignet. Ja, da gucken wir auch immer, dass wir keine orthografischen Normierungen haben, dass wir den originalen Lautstand auch bekommen. Das kann nämlich auch für die Bedeutung von Texten wichtig werden, dass man da auch sprachlich sich genau auf dem historisch relevanten Stand jeweils bewegt. Also möglichst wenig Eingriffe. Und wenn, dann müssen alle Eingriffe, wirklich alle bis in die kleinsten Kleinigkeiten, auch deutlich gemacht werden und im Anhang nachvollziehbar sein. Ansonsten können Sie mit diesen Ausgaben wissenschaftlich nicht arbeiten und sollten die auch nicht zitieren in Ihren Hausarbeiten. Ja, und auch hier kriegen wir in dieser Studienausgabe Erläuterungen zu den einzelnen Briefen. Sie sehen unten rechts diese einzelnen Kommentare. Da werden die Stellen jeweils erläutert aus den Briefen und wir bekommen Erklärungen dazu. Auch das ist sehr hilfreich, gerade wenn Sie sich mit einem Text intensiv befassen, dass Sie dann auch den Kommentar jeweils sich einmal angucken. Da geht Ihnen manchmal wirklich ein Licht auf und Sie erkennen viele Anspielungen, die Sie vorher vielleicht so gar nicht gesehen haben. Deswegen immer mit historisch-kritischen Ausgaben auch arbeiten. Studienausgaben sind übrigens auch die meisten Ausgaben, die Sie im Reclam-Verlag kriegen. Der Reclam-Verlag hat ein sehr, sehr gutes, solides Programm mit Einschränkungen. Es gibt auch da so ein paar schwarze Schafe, ein paar Texte, die nicht gut sind. Muss man gucken. Meistens haben sie aber genau das, was wir hier brauchen, nämlich Anmerkungen zur Textgestalt, Kommentare, Erläuterungen. Das ist alles drin in der Regel. Daneben kann es dann auch noch sowas geben als ein dritter Fall, den ich Ihnen noch kurz vorstellen möchte. Martin Opitz Weltliche Poemata, so sieht das Buch von außen aus. Und wenn Sie dann drin blättern, auch erstmal unverfänglich, ja, Martin Opitz Weltliche Poemata unter Mitwirkung von Christine Eisner, herausgegeben von Erich Trunz im Niemeyer Verlag Tübingen 67. Dann sehen Sie hier links aber auch schon oben deutsche Neudrucke. Ne? Neudrucke. Und was Neudruck jetzt hier bedeutet in dem Fall, das sehen Sie am Druckbild bereits, wenn Sie jetzt weiterblättern würden, dann sieht das nämlich so aus. Ne? Wir haben also einen ersten Teil, der in Frakturschrift gedruckt ist. Das ist ja eine Drucktype, die Sie eben im 17. Jahrhundert haben. Wir kriegen also mehr oder weniger die Originalgestalt dieser weltlichen Poemata von Opitz präsentiert, wie dieses Buch aussah im 17. Jahrhundert. Das wird reproduziert, so wie Sie das vielleicht heute unter den Scanner packen können oder abfotografieren können. Das hat man da fotomechanisch gemacht in den 60ern und das dann neu gedruckt. Faksimile heißt das, ja. Faksimile gleich machen, wörtlich. Also eine Reproduktion des originalen Drucks, die Ihnen den auch optischen Stand der Zeit präsentieren möchte. Und das ist ja relativ hilfreich, ne? Wir haben jetzt in dem Fall dann hinten auch noch so ein Nachwort des Herausgebers dran. Das ist dann natürlich neu. Das ist nicht mehr in Frakturschrift gedruckt. Da kriegen wir optimalerweise auch diese ganzen Erläuterungen, die wir brauchen zur Textgestalt, zur Überlieferung, zur Entstehung, die ganzen Kontexte noch präsentiert mit einem Nachwort also. Und solche Faksimiles, die kann man auch benutzen, ja. Da muss man nur gucken, gibt es eventuell noch andere Fassungen, hat Opitz das irgendwann überarbeitet, da sollte man das vergleichen, dann noch daneben legen, diesen späteren Stand. Der Vorteil von Faksimiles, wenn sie gut gemacht sind, ja, es gibt auch schlechte Faksimiles, aber wenn sie gut gemacht sind, dann ist der Vorteil einfach, dass sie einen Blick in das Original werfen können und sich auch einen Eindruck verschaffen können, wie haben Autoren im 17. Jahrhundert diese Texte gesehen.
Und das kann auch für die Überlieferung wichtig sein, wenn sich andere Autoren auf Opitz beziehen und sie das in der Hausarbeit untersuchen, wie hat Gryphius Opitz rezipiert oder so, dann ist es gut, sich einfach den optischen Stand vor Augen auch führen zu können, den Gryphius da hatte im 17. Jahrhundert. Und das kann man mit Faksimiles einigermaßen tun oder mit Digitalisaten. Und wie Sie Digitalisate finden, das machen wir nicht hier im Grundkurs direkt, sondern erst in der Arbeitstechnikenübung, die Sie im nächsten Semester sich angucken. Da kommen auch solche Dinge vor. Das gehört ja auch mit zum Grundkurs dazu. An der Stelle will ich Ihnen nur noch einmal kurz systematisch die Ausgabentypen vorstellen und Ihnen die Unterschiede erläutern. Wir haben jetzt gerade gesehen, Leseausgabe, da habe ich Ihnen kein Beispiel gezeigt, aber da können Sie alles nehmen, auch die aktuellen Romane, die Sie sich jetzt gerade so selber kaufen, ja, Ihre Harry Potter Ausgabe, das sind Leseausgaben. Die haben keinen textkritischen Apparat, oftmals auch keine editorische Vorbemerkung. Ne? Blättern Sie mal drin, da werden Sie vermutlich keine Erläuterung finden, wie der Text von Joanne K. Rowling jetzt hier zustande kam, welche Textdokumente benutzt wurden und welche Korrespondenz die da vielleicht noch mit ihrem Verlag gepflegt hat, das ist da alles nicht drin. Ne? Und sie kriegen natürlich auch keinen Stellenkommentar, also auch das haben sie nicht, dass jetzt irgendwelche Begriffe da erläutert werden. Das richtet sich an Gelegenheitsleser, solche Leseausgaben, oder vielleicht auch an, naja, Bibliophile, ja, also an Leute, die jetzt schöne Bücher mögen, die sind ja manchmal auch ganz hübsch gemacht, solche Prachtausgaben, das sind Leseausgaben. Auf der anderen Seite des Spektrums ganz rechts haben Sie die historisch-kritische Ausgabe, also beispielsweise die Gedichtausgabe von Brentano, die ich Ihnen am Anfang vorgestellt hatte. Da ist all das drin. Ja, da haben wir eine editorische Vor- und Nachbemerkung. Wir haben einen sehr ausführlichen textkritischen Apparat. Wir haben einen Stellenkommentar. Wir haben auch eine Darstellung zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte unseres Textes und sogenannte Paralipomena, ja, was zur Hölle sind Paralipomena? Das ist wörtlich das Liegengebliebene, das Beiseitegepackte, ja, Paralipomena. Was lässt man so beiseite, wenn man eine Ausgabe macht? Naja, zum Beispiel irgendwelche Zeichnungen, Entwurfsstufen, irgendwelche Skizzen, wenn die Joanne K. Rowling sich vielleicht so ein Muster gemalt hat, wie die Handlung voranschreiten soll oder sich Tabellen gemacht hat zur Figurencharakteristik, während sie geschrieben hat, um da nicht durcheinander zu kommen. Das wären alles Paralipomena. Das taucht ja im Buch dann nicht mehr auf. Das hat Relevanz für die Entstehungsgeschichte, für den Schreibprozess. Das können Sie in einer historisch-kritischen Ausgabe dann in den Anhang drucken. Das ist ja sehr, sehr interessant. Da finden wir solche Sachen. Und diese historisch-kritischen Ausgaben, die richten sich als Hauptzielgruppe vor allem an Institutionen wie Bibliotheken und Archive oder auch an professionelle Leser. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die unglaublich teuer sind. Ja, also eine historisch-kritische Ausgabe in mehreren Bänden, die können Sie sich nicht kaufen. Die kostet meistens ein paar tausend Euro. Das kaufen sich nur Bibliotheken und Sie können die dann da angucken. Da steckt nämlich sehr, sehr viel Arbeit drin. Also über Jahrzehnte hinweg werden diese Ausgaben von Wissenschaftlern erstellt und kosten dann auch entsprechend viel. Die Studienausgabe liegt dazwischen. Ja, die ist dann eher für Gelegenheitsleser, die verstehen wollen, was sie lesen. Auch für professionelle Leser und wie ich schon erwähnte, die meisten Reklamausgaben zählen in die Kategorie. Die können Sie in vielen Fällen zumindest dann auch benutzen, während Sie wissenschaftlich damit arbeiten. Die enthalten editorische Vor- und Nachbemerkungen, reduzierten textkritischen Apparat und einen reduzierten Stellenkommentar. Und wenn das eben alles drin ist, dann können Sie die auch relativ unbedenklich benutzen.